Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir schauen mal wieder auf die aktuelle Marktlage, was sich bei DAX und Co. tut. Und ich möchte jetzt darüber sprechen mit Jochen Stanzel von CMC Markets. Schönen guten Tag, Herr Stanzel. Ja, wir starten gleich mal mit dem DAX. Der ist auch glänzend in die neue Woche gestartet. War das der erhoffte Befreiungsschlag? Also ein bisschen Nachholeffekt. Am Freitag hat man ja gedacht, am Samstag, wenn wir uns zurückerinnern, gab es ja einen Feiertag in Nordkorea. Da hatte man dann wieder Raketen fliegen sehen und ein neues Verschlechtern der Situation zum Nordkorea. Das ist nicht gekommen. Auch Hurricane Irma in den USA hatte man das Schlimmste befürchtet. Auch das ist nicht eingetreten. Schäden ja, das Schlimmste nein. Deswegen die Börsen jetzt erst einmal positiv. Das eigentliche Kaufsignal, und das ist ja das Interessante, kam bereits am Donnerstag letzter Woche. Da hatten wir einen Doppelboden im DAX aktiviert, dessen Ziel liegt so im Bereich der Hochs, die wir jetzt am Montag auch schon hatten. Dienstag, glaube ich, waren wir fast dran, die 660 wäre das Ziel, haben wir nicht ganz erreicht, könnten wir noch erreichen, aber zeigt auch, dass wir doch mit diesem kräftigen Kurssprung jetzt zum Wochenbeginn schon einen großen Teil davon abgearbeitet haben. Aber es ist ein Erleichterungsschlag, ist aber die Frage, okay, ist das jetzt auch schon wieder die Reise in Richtung 13.000 oder nicht? Das muss jeder für sich selbst beantworten, denn die Frage um Nordkorea ist ja nicht geklärt. Es wird hier weiterhin mit harten Bandagen, so ist es meine Interpretation, gekämpft, auch seitens des Weißen Hauses. Man will jetzt nicht irgendwelche weiteren kleinen Sanktionen machen, sondern man möchte eigentlich Nordkorea komplett von der Außenwelt abschotten und abschirmen, indem man zum Beispiel Ölimporte komplett verbietet in das Land. Und das soll eben auch China natürlich als einer der Energielieferanten Nordkoreas mittragen. Und da hat der Finanzminister in den USA, Mnuchin, gedroht, man wolle und sei bereit, China auch vom amerikanischen Finanzmarkt abzuschneiden, sollte die Volksrepublik diese Sanktionen nicht mittragen. Also für den Moment Nordkorea vom Tisch, insgesamt gelöst, nein. Womit rechnen Sie denn? Also sehen wir jetzt in Kürze die 13.000-Punkte-Marke, neues Allzeithoch? Also wir sind ja weiterhin in einer Zeit, wo jetzt der September und auch der Oktober ja zwei Monate sind, zumindest die Anfangszeit vom Oktober, wo man saisonal und zyklisch ja immer noch dagegen argumentieren kann. Jetzt haben wir eine relative Stabilisierung ja gesehen, der ersten Monatshälfte September. Also da kann man jetzt nicht sagen, verhält sich typisch, vielleicht kommt es noch. Für den Moment muss man sagen, die 200-Tage-Linien, die ja bei 12.000, 11.960 liegen, wurden erfolgreich getestet. Diese jetzige Anstiegsphase, die jetzt am Montag weitergegangen ist in dieser Woche, wurde initiiert durch eine Bärenfalle. Ja, da war der zentrale Support von den Vorwahlergebnissen, sogar so weit geht es zurück, also das letzte wichtige Tief, bevor diese Rallye bis 13.000 losgegangen ist, muss man sich auf dem Chart einfach mal anschauen, dann versteht man es auch besser, was ich gerade erkläre. Und unter dieses Tief von dem Ursprung von diesem Impuls sind wir nicht runtergegangen, temporär ja, aber nicht per Schlusskurs, also eine Bärenfalle. Das kann der Boden sein für eine größere Aufwärtsbewegung, ja. Man muss es jetzt aber beobachten, wie sich das natürlich in den kleineren Mustern hier nach Erreichen des Ziels, das wie gesagt zwischen 600 und 660 liegt im DAX, wie sich das weiterentwickelt. Dann schauen wir jetzt mal auf die europäische Gemeinschaftswährung. Der Euro nach wie vor auf hohem Niveau unterwegs. Woher kommt denn seine Stärke? Ja, Jean-Claude Juncker spricht ja gerade auch über die Europäische Union, die Eurozone und spricht da auch natürlich über Problemfelder, die es weiterhin gibt. Aber es hat sich doch auch sehr viel verbessert in diesem Jahr. Wir hatten das Superwahljahr, ja einige da auch Befürchtungen, dass das schlecht ausgehen könnte. Natürlich Le Pen hätte es machen können. Die wollte ja einen Austritt aus dem Euro, wollte die eigene Druckerpresse und den Fonds zurückhaben. Und das wäre natürlich eine ganz andere Welt, in der wir heute wären, wäre sie gewählt worden, ist sie nun aber nicht, sondern Macron, einer, der für Wachstum und Zusammenarbeit steht, ist jetzt in Paris und könnte auch mit der neuen Bundesregierung sich in Richtung Jahr 2018 in Richtung weiterer wachstumsfördernder Programme verständigen. Also Achse Berlin, Paris, interessant, was das Wachstum angeht. Also es hat sich vieles zum Besseren entwickelt und zwar komplett konträr zu dem, was man Jahresanfang noch erwartet hat.
Und das hat dann eben auch einen Trade, was sehr, sehr spannend ist, Euro-Dollar. Sowas hat es ja eigentlich, muss man ja auch mal gesagt haben, in der gesamten Geschichte der Börse, in der gesamten Geschichte wahrscheinlich der Menschheit, ja, um es wirklich mal ganz übertrieben auszudrücken, nicht gegeben. 2400 Milliarden US-Dollar wurden gegen den Euro gewettet, dass der Euro zum Dollar unter die Parität oder zumindest auf die Parität geht. So einen großen Trade, wo jeder überzeugt war, jetzt geht's runter, gab es noch nie in diesem Volumen. Tja, und das wurde aufgelöst. Das hat nicht funktioniert. Hier mussten auch große Adressen wieder zurückrudern. Kursziele wurden angepasst. Jetzt sind wir bei 1,20. Und ja, da hat sich die Welt komplett verändert. Zum Guten für uns Europäer. Ja, von Parität spricht keiner mehr. Wie könnte es jetzt weitergehen? Sie haben gesagt, 1,20 sind wir jetzt. Was sind die weiteren Ziele vielleicht? Da vielleicht auch ein Blick auf den Chart für alle, die jetzt zuschauen. Einfach mal Euro-Dollar anschauen über die letzten 3-4 Jahre. Und da sieht man über die letzten 2,5 Jahre ungefähr eine Seitwärtsbewegung, Stabilisierung im Bereich von 1,05 bis 1,1450. Da ist Euro-Dollar 2,5 Jahre eben an der oberen Begrenzung eben 1,1450 nicht drüber gekommen, hat das dann aber geschafft. Und ja, jetzt sind wir aus einer Seitwärtsphase ausgebrochen, wieder nach oben. Und da könnte ein neuer Aufwärtstrend entstehen. Die Korrektur, die fehlt jetzt noch. Wir sind vielleicht kurzfristig bei 1,20 in einem Bereich, der überhitzt ist. Auch die EZB hat da ja verbal ein bisschen draufgedrückt, verbal interveniert. Also kurzfristig sehr wohl Möglichkeiten, dass bei 1,20 erstmal der Deckel drauf ist. Aber übergeordnet könnte dann eine Trendphase beginnen mit stärkerer Euro ins Jahr 2018 hinein. Jochen Stanzel, dann vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Dankeschön. Ja, und schön, dass auch Sie dabei waren. Gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.